Beim Surfen im Netz kann es passieren, dass Sie auf Inhalte stoßen, die illegal sind. Solche Inhalte können Sie melden auf der BCQ-Stopline. Und zwar anonym und schnell. Die BCQ-Stopline arbeitet zusammen mit der Polizei in einem internationalen Netzwerk. Sie finden die Stopline auf stopline.b-secure.lu. Und so können Sie einen Inhalt melden. Klicken Sie oben rechts auf den Button Illegalen Inhalt melden. Zunächst geben Sie jetzt an, welche Art von illegalem Inhalt Sie melden möchten. Wählen Sie hierzu die passende Option aus. Dann geben Sie an, wo Sie den Inhalt gefunden haben. Jetzt kommt die wichtigste Information, und zwar die Adresse des Inhaltes. Diese geben Sie bitte hier ein. Das Datum und die Uhrzeit, an dem Sie auf den illegalen Inhalt gestoßen sind, geben Sie bitte in dieses Feld ein. Hier ist noch Platz für weitere Angaben. Bitte nutzen Sie ihn für eine möglichst genaue Beschreibung. Sobald Ihre Angaben komplett sind, klicken Sie unten rechts auf Weiter. Nun geben Sie aus Sicherheitsgründen die gemalten Buchstaben in das Feld unten links ein. Klicken Sie danach auf Bestätigen der Meldung. Ihre Meldung ist nun im System der BCQ-Stopline eingegangen. Sie erhalten eine ID-Nummer, mit der Sie ab sofort den Bearbeitungsstatus Ihrer Meldung nachprüfen können. Diese Nummer speichern Sie daher am besten direkt ab, zum Beispiel als Screenshot oder in einer Textdatei. Wenn Sie nun den Bearbeitungsstatus Ihrer Meldung verfolgen wollen, gehen Sie zunächst zurück auf die Startseite. Dort finden Sie oben rechts den Link zur Statusabfrage. Folgen Sie ihm. In diesem Feld geben Sie nun Ihre ID-Nummer ein. Klicken Sie danach auf den Button Status sehen. Unmittelbar nach Eingang der Meldung erhalten Sie diese Statusinformation. Sie besagt, dass Ihre Meldung gespeichert wurde und in Kürze bearbeitet wird. Im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Meldung entscheidet das BCQ-Stopline-Team, ob der von Ihnen gemeldete Inhalt als illegal eingestuft wird oder außerhalb des Kompetenzbereiches liegt. Durch eine spätere Statusabfrage können Sie erfahren, wie der von Ihnen gemeldete Inhalt eingestuft wurde. In diesem Fall wurde er als illegal eingestuft und an die Polizei weitergeleitet. Weitere Informationen finden Sie auf www.b-secure.lu oder auf stopline.b-secure.lu.